Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das Baumhaus. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz! Oma Wutz! Wie schön, dass ihr mich besucht. Zieht eure Gummistiefel aus, bevor ihr ins Haus kommt. Gut, Oma. Peppa, Schorsch, schaut, was ich hier habe. Kleine Gardinen. Oh, Oma, wozu sind die kleinen Gardinen da? Überraschung. Wollt ihr nachschauen, was Opa Wutz für euch im Garten gebaut hat? Ja, komm, Schorsch. Opa Wutz. Opa Wutz. Hallo, Peppa und Schorsch. Ich habe etwas Feines für euch. Ein Baumhaus. Ein Baumhaus. Für Schorsch und mich. Jetzt wisst ihr, wofür die kleinen Gardinen sind. Hurra! Peppa und Schorsch freuen sich riesig. Danke, Oma Wutz. Danke, Opa Wutz. Wer will denn zuerst ins Haus? Ich. Hereinspaziert. Aber bevor ich ins Haus darf, muss ich meine Gummistiefel ausziehen. Ich bin im Baumhaus. Ich bin in meinem Baumhaus. Schorsch, möchtest du Peppa im Baumhaus besuchen? Ja, wer ist da? Ein Schweinchen namens Schorsch möchte dich besuchen. Kann er reinkommen? Aber nur ohne seine Gummistiefel. Schorsch, zieh deine Schuhe aus. Dann kannst du zu Peppa ins Baumhaus. Wer ist da? Schorsch? Ja, wer ist da? Hier ist Mama Wutz. Habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Du musst die geheimen Geheimworte sagen. Dann kannst du zu uns ins Haus. Aber wie lauten die geheimen Geheimworte? Ich muss sie dir ins Ohr flüstern. Die geheimen Geheimworte sind Papas großer Dickbauch. Aha. Sag die geheimen Worte. Papas großer Dickbauch. Genau, Papas großer Dickbauch. Ich finde, das sind blöde geheime Geheimworte. Mama, bevor du ins Haus darfst, musst du deine Gummistiefel ausziehen. Natürlich. Papa, komm doch auch zu uns. Sag die Geheimworte. Ja, aber kann ich vielleicht andere Geheimworte haben? Nein. Na gut. Papas großer Dickbau. Das war richtig. Du kannst reinkommen, Papa. Zieh deine Schuhe aus. Ich glaube, ich passe nicht durch die Tür. Das liegt daran, dass dein Bauch zu dick ist. Ich weiß was. Papa Wutz kann oben rein ins Haus. Jetzt sind Peppa, Schorsch, Mama und Papa Wutz alle zusammen im Baumhaus. Unser Baumhaus ist so schön. Ich will für immer hier drin bleiben. Oh, heißt das, dass du mich auch nicht mehr in meinem Haus besuchen willst? Nein, Oma. Vielen Dank. Schade. Na ja, dann müssen Opa Wutz und ich wohl alle meine selbstgemachten Kekse ganz alleine aufessen. Kekse! Warte, Oma Wutz! Hier sind meine leckeren Kekse. Aber hier kommt nur rein, wer die geheimen Geheimworte weiß. Das ist doch leicht. Papas großer Dickbauch. Richtig. Also, ich finde immer noch, dass das blöde geheime Geheimworte sind. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Peppa.
Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Ballons. Mir gefällt die Hüpfburg am besten. Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Sylvia. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurierballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel. Boah, siehst du aber schön aus, Lucy. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht. Aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Sylvia. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht, wuff, wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo, Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeig Ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Sylvia. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon. Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh je, ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Da nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Hoho, nein. Es ist ein... Sylvia. Das stimmt, ein Dinosaurier. Endlich hat Schorsch seinen Saurierballon. Sylvia. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ein sehr heißer Tag. Die Sonne scheint. Es ist ein sehr heißer Tag. Was für ein schöner heißer Tag. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Sie wollen durch die Matschepfützen springen. Ich liebe Matschepampe. Oh. Oh je, die Sonne brennt so heiß, dass alle Pfützen ausgetrocknet sind. Mama, Papa, die Pfützen sind alle hart. Wir können nicht mehr reinspringen. Nicht schlimm, Peppa. Es ist heute so warm, ihr könnt stattdessen im Planschbecken baden. Das Planschbecken, toll. Zieht erst mal eure Badeanzüge an. Ja, Mama. Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini
Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Hohoho, mach nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Babyeier leicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme! Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau! Eiscreme! An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra! Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo, Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörncheneis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Saurier. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sausier ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Saurier. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Saurier. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will. Danke sehr, Frau Mümmel. Genieß das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oh je, Schorschs Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörncheneis bestimmt gerne was ab. Es ist so heiß, dass Papa Wutz eingeschlafen ist. Papa Wutz sieht erhitzt aus. Wir spritzen Wasser auf Papa, dann kühlt er ab. Gute Idee, Peppa. Baby, was? Du warst ganz rot und heiß, Papa Wutz. Wir haben dich mit Wasser bespritzt. Oh, verstehe. Danke, Peppa. Schaut, die Pfützen. Los, Schorsch, wir holen die Stiefel. Peppa und Schorsch tragen ihre Gummistiefel. Peppa und Schorsch mögen heiße Tage. Aber noch lieber mögen sie Pfützen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Frösche, Würmer, Schmetterlinge. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Boah. Was für ein wunderschöner Schmetterling. Opa, warum mögen Schmetterlinge Blumen? Sie finden in den Blumen ihre Nahrung. Wie? Sie haben sehr lange Zungen. Länger als meine? Oh ja, Schmetterlingszungen sind noch länger als deine. Sie trinken damit aus den Blumen wie mit einem Strohhalm. Oh. Peppa, der Schmetterling hält dich für eine Blume. Ich bin aber keine Blume. Ich bin Peppa Wutz. Er sieht so hübsch aus. Ich wäre gern ein Schmetterling. Peppa tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich
weiß. Du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her, ich bin ein Schmetterling. Oh je, Schorsch hat keine Lust, ein Ringelwurm zu sein. Er wäre lieber ein Schmetterling. Och, als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling, ich bin ein kleiner Schmetterling. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Peppa, und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wäre wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut, das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Das macht Spaß. Was für ein Tier wollt ihr jetzt sein? Ich weiß nicht. Guck, Opa, da ist ein kleiner Frosch. Warum spielt ihr nicht einfach Frosch? Frösche sind weder wunderschön noch so süß wie Würmer. Aber sie spielen dasselbe wie ihr. Spielen Frösche mit Puppen? Aber Peppa, was magst du am liebsten? Ich mag Matschepampe. Genau, Frösche hüpfen ja auch gerne im Matsch herum. Los, Schorsch, wir spielen Frosch. Jetzt sind wir Frösche. Jetzt sind wir Frösche. Der Frosch hat eine tolle Matschepfütze zum Herumspringen entdeckt. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schmetterlinge und Würmer mag ich. Aber Frösche mag ich am allerliebsten. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Salat. Peppa und Schorsch essen heute bei Oma und Opa Wutz zu Mittag. Oma Wutz! Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Habt ihr Lust, Opa Wutz beim Gemüsepflücken zu helfen? Au ja! Opa Wutz! Opa Wutz! Hallo, Peppa und Schorsch! Das ist der Gemüsegarten von Opa Wutz. Er ist ein begeisterter Gärtner. Wer ist das? Fabia. Ein Dinosaurier. Ho, 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 ho. Kommt, wir suchen Gemüse fürs Mittagessen aus. Peppa, wie wär's mit Tomaten? Au ja, Tomaten. Schorsch, magst du auch Tomaten? Nein. Schorsch mag Tomaten überhaupt nicht gerne. Oh je. Mögt ihr zwei Salat? Au ja, Salat. Nein. Schorsch mag auch überhaupt keinen Salat. Oh je, ich muss doch etwas haben, was Schorsch mag. Magst du vielleicht Gurke? Bäh. Schorsch mag keine Gurken. Er mag keinen Salat und auch keine Tomaten. Also, Schorsch, welches Gemüse magst du denn dann? Schokokuchen. Dummer Schorsch. Schokokuchen ist doch kein Gemüse. Naja, Schorsch mag das Gemüse bestimmt gleich lieber, wenn es erst mal im Salat ist. Oh, leckere Tomaten, Salat und Gurke.
Schnell ins Waschbecken damit. Peppa und George helfen Oma Wutz, das Gemüse zu waschen. Das dürfte sauber genug sein. Oma Wutz hat einen Salat aus dem Gemüse gemacht. Opa Wutz, rufst du alle zu Tisch, bitte? Essen! Oma Wutz hat eine Pizza gebacken. Und hier ist Salat. Aus Opas Tomaten, Salat und Gurke. Dann haut mal rein. George hat seine Pizza aufgegessen, aber nicht die Tomate, den Salat und die Gurke. Oh je, George, magst du deinen Salat nicht? Nein. George, probier ein bisschen von der leckeren Tomate. Bäh. George, das hier ist Gurke, aus Opas eigenem Garten. Bäh. Versuch ein Salatblatt, George. Es ist köstlich. Oh, na, na, George. Schau mir doch mal zu. Jetzt ist es ein Saurier. Saurier. George mag Dinosaurier. Sogar wenn sie aus Salat sind. Er isst alles auf. Du isst ja alles auf. Möchtest du vielleicht noch mehr? Voll. George, passen denn wirklich keine Tomaten, kein Salat und keine Gurken mehr in dein Bäuchlein rein? George kann wirklich nichts mehr essen. George, passt wirklich überhaupt nichts mehr in deinen Bauch? George ist pappsatt. Aber willst du etwa keinen Schokoladenkuchen? Schokokuchen. Oha, Schorsch scheint ja wirklich wieder mächtigen Appetit zu haben. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Schluck auf. Peppa, George, Mama und Papa Wutz frühstücken. Es ist ein schöner sonniger Tag. Und Peppa und George können es kaum erwarten, im Garten zu spielen. Mami, dürfen wir jetzt nach draußen? Ihr könnt nach draußen gehen, wenn ihr gefrühstückt habt. George, trink den Saft nicht so schnell. George hat seinen Saft zu schnell getrunken und nun hat er Schluck auf. Dürfen wir draußen spielen, Mama? Erst, wenn der Schluck auf weg ist. Aber er hat keinen Schluck auf mehr, Mama. Stimmt doch, George. Na also gut, ihr könnt nach draußen gehen. Pass aber auf George auf. Peppa und George spielen gerne im Garten. George, ich werf dir jetzt den Ball zu und dann musst du ihn fangen. George, hör bitte auf damit. George, jetzt wirfst du den Ball zu mir und ich muss ihn fangen. George. Oh je, mit Schluck auf kann man gar nicht richtig spielen. George, ich weiß, wie der Schluck auf weggeht. Du musst tun, was ich sage. Reib dir gleichzeitig den Kopf und den Bauch. Gut, jetzt ist der Schluck auf weg. Peppas Anti-Schluck-auf-Kur scheint nicht zu wirken. George, du hast es falsch gemacht. Ich weiß was Besseres gegen Schluck auf. Erst springst du dreimal in die Luft auf einem Bein. Dann wedelst du so mit den Armen und streckst die Zunge raus.
Und jetzt schließ die Augen und dreh dich dreimal schnell im Kreis. Peppas neue Anti-Schluckauf-Kur wirkt auch nicht. Schorsch hat noch immer Schluckauf. Ich hab's! Schluckauf geht vorbei, wenn man das kranke Schweinchen erschreckt. Schorsch, ich werde dich jetzt erschrecken, aber vergiss nicht, es ist nur ein Spiel und es wird deinen Schluckauf heilen. Vergiss nicht, ich tue nur so, als ob ich schreie. Peppa, mach nicht so wilde Spiele mit Schorsch. Er ist noch klein. Tut mir leid, Mama. Ich wollte nur, dass sein Schluckauf weggeht. Der Schluckauf ist weg. Hier kommt Papa Wutz mit zwei Bechern Saft. Schorsch, du sollst nicht so schnell trinken, sonst hast du gleich wieder Schluckauf. Ich bin nicht so klein wie Schorsch. Ich kann meinen Saft so schnell trinken, wie ich will. Oh,